nicht. Ich will das Ding aufnehmen. Das Ding, ey. Ja, klar. Ich will aber. Ich will. Ich bin der Isaac. Ich darf das. Der hat schon wieder den ganzen Spaß da vorne. Hier sind so eine Schranken, die leuchten. Das hat irgendwie. Scarf-Artefakt. Ding. Die haben hier so ein ganzes Warenlager voll mit den Markern gefunden, wie es scheint. Oder schreit schon nach hinten halt. Könntest du mal liegen bleiben? Der liegt. Ups. Double Tap. Bam, bam. Die haben es aber obszön oft eingebaut, diese Dinger, ne? Welche? Diese Wolframtüren. Ja. Ich habe übrigens mal zwei von diesen Rahmen gebaut, also wenn wir mal auf Türen stoßen, die verriegelt sind. Du hast zwei schon bauen können? Ja. Also nachdem der Bot das erste Mal zurückgekehrt ist. Oh, hier sind wir wieder, wo wir die Bots das erste Mal gefunden haben. Glaube ich jedenfalls. Nein, doch nicht. Es gibt was anderes. Oh. Und guck mal, der hat Marker. Und was viel schlimmer ist. Scheiße! Das Vieh regeneriert sich! Wie willst du es dann umbringen? Werde ich nicht! Sondern, was machen wir jetzt? Wir schießen ihm die Beine weg und laufen. Du kannst die Beine wegschießen. Doch jetzt. Doch, jetzt. Wo laufen. Lang? Ich hab keine Ahnung, aber wir laufen erstmal den Gang lang. Hoch. Ja, ja, ich bin schon dabei. Ja, wir regeln jetzt gerade. Hier ist eine Tür offen. Kommst du? Ich komme. Okay, weiter. Kommst du? Ja, er blockiert gerade meinen Weg. Ja, die Decke oder was? Warte, ich muss mal jetzt. So, jetzt. Hier ist Startstation. Da ist er wieder. Ja, frieh ihn ein. Hier ist immer noch verriegelt. Ihr müsst ja so lange aushalten, bis der Zug da ist. Das ist doch natürlich auch eine witzige Sache. Die Startstation eigentlich hinten will ich nicht. Der Zug wird in Kürze eintreffen. Bitte haben Sie Geduld. Ja, klar. Hinter mir. Isaac, helfen Sie mir. Nein. What the fuck? Helfen Sie mir hoch. Ah, scheiße, mich hat's erwischt. Ich komme jetzt gar nichts mehr. Fuck. Ich bin gleich hinüber, glaube ich. What the fucking hell, man? Stase, 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 Stase. Keine Stase mehr vorhanden. Stase-Station? Auch nicht mehr. Oh, keine Stase-Packs mehr. Ja, das war's.
Ja, nicht verrecken, ne? Nicht an so einer Stelle. Das ist gerade ganz unsexy. Das ist richtig. Warte mal, bevor wir weitergehen. Ah ne, wir sind hier nicht mehr bei der Werkbank. Egal. Ja, Stasis-Station so lange aufsparen. Lieber früher als später mit. Und vor allem sich gegenseitig denken lassen. Ist das der Dicke? Ja. Und davon kommen 3 Stück insgesamt. Wartet. Ah, ich habe was hinter mir. Der Zug wird in Kürze eintreffen. Bitte haben Sie Geduld. Muss man nachladen. Startstation. Alter Verwalter, ey. Also ein Immortal ist ja schon eine scheiß Sache, aber 3 Stück von den Viechern. What the fuck? Ja, bloß verkehrt. Achtern Bug oder wo wollen wir hin? Achtern Station oder Bug? Müsste eigentlich anzeigen, was das. Ja, er kann nur Mittelstation. Gott, ich hasse diese Dinger. Okay, ich bin jetzt beim Zug. Offenbar hält er an der Mittel- und Achternstation. Das Shuttle ist in der Achternstation geparkt. Und was ist mit der Mittelstation? Da ist der Kommandoturm. Hey, das ist interessant. Laut Aufzeichnungen wurde eine Reihe nützlicher Werkzeuge und Altmaterialien von einem Lieutenant Tucker Edwards aus dem Lager ausgetragen. Könnte vielleicht einen Blick wert sein. Danke. Wo hast du jetzt hingefahren? Wenn ich es mir ansehe, lasse ich es Sie wissen. Ja, mal gucken, was er hier noch scavengen kann. Das ist wie ein Survival-Horror-Game. Nächster Halt, Kommandoturm. Auf jeden Fall sehr praktisch, die beiden Wumm. Muss man echt sagen. Okay, was haben wir hier? Hier sind auf jeden Fall 2 Sachen zum Aktivieren. Ja, das sind die Wartungsstationen wieder. Ja. Und da rechts brauchen wir, müssen wir registrierte Wartungstechniker sein. Registrieren wir uns doch mal. Ach, da gibt's auch noch verschiedene Wege, die man nehmen kann und welche, die man nicht nehmen kann. Ah, ja. Das erste war ja noch einfach, aber das hier hat ja... Ach du Scheiße. Ich kann nicht, du musst nach unten, du musst nach unten, du musst nach unten! Ich kann nicht. Oh. Wenn ich festgelockt bin, bin ich festgelockt. Ja, gut, das ist super. Ja witzig. Nee, ich dachte, es wäre wieder, weißt du, Spiegel gleich. Aber ist es nicht. Dann geh du direkt nach links, ich geh unten lang. Boah. No! Lass mich mal entscheiden. Ich bin eingesperrt. Gut, das muss man dann auch noch. Ja, lustig. Aber aufpassen, dass man sich nicht gegenseitig blockiert. Oh, Stasepacks, die bräuchten wir echt öfters, glaube ich. So, eine Werkbank, die benutze ich gleich mal. Ja, hier oben ist noch Zeug. Das willst du vielleicht zuerst. Ja, mein Bot ist zurückgekehrt. Aber du hast mal hart gehört. Altmetall, aber reicht nicht vorhanden. Szenario 5 Situation zu tun. Szenario 5? Was zum Henker heißt das überhaupt? Das heißt, dass du sterben musst. Wir alle. Und jetzt nicht schickt er jemanden, der das für uns erledigt. Ich kann Platinen jetzt auch herstellen. Nimm das Ding runter. Aber nichts Interessantes dabei. Und du hast schon 2 von den Torque-Dingern hergestellt, ja? Von den Wolfram-Dingern, ja. Okay. Sollte ich jedenfalls. Und wenn einer dieser Ledernacken kommt, um mich umzulegen, ja, wolltest du nichts bei meinen Objekten drin. Okay, eine Schrotflinte und eine Strahlenkanone könnte ich herstellen, ist klar. Es
mir leid, Tucker. Er hat sie einfach erschossen. Usma hat gehört. Wir haben es hier mit einer Szenario 5-Situation zu tun. Szenario 5? Was zum Henker heißt das überhaupt? Das heißt, dass du sterben musst. Wir alle. Ich hab kein Wolfram, ey. Tun wir's nicht, schickt er jemanden, der das für uns erledigt. Komm schon, Valerie. Nimm das Ding runter. Ja, Wolfram ist extrem wichtig für die ganz fetten Chipsherstellung. Deswegen speichere ich das jetzt mal auf. Mhm. Mir tut's auch leid, Commander. Ist dein Bot hier drin schon leicht laufen lassen? Ja. Ich setze ihn immer irgendwo hin, wo der hier Platz hat zum Navigieren, aber irgendwie. Egal, packen wir den mal hier in den Raum und fahren weiter. Obwohl, Anni, jetzt haben wir jetzt die Möglichkeit, da in den Kommandoturm zu gehen. Kommst du? Ich schätze, du warst clever genug, es durch meine Sperre zu schaffen. Aber bevor du dir selbst auf die Schulter klopfst, solltest du wissen, dass das der leichte Teil war. Dein Tag wird noch um einiges schlimmer. Ich glaube, solange sie da oben hängen, kann man sie nicht verletzen. Das gibt es auch. Was ist hier? Ein Spind? Ja, lebt hier etwa noch einer oder ist das nur eine Aufzeichnung gewesen? Interessante Frage. Das kann auch einfach nur eine Aufzeichnung sein, ne? Die Leute sind ja alle geisteskrank genug, um so einen Scheiß abzuziehen. Gut. Alle infizierten Soldaten, sie sollten hier sicher aufbewahrt werden. Vielleicht denkst du, du jagst mir eine Kugel in den Schädel. Aber ich habe hier eine Armee, die das Gegenteil behauptet. Ne? Stasi-Zylinder, Explosivzylinder? Ja. Kann man die unbegrenzt lange mit sich rumschleppen? Naja, es geht so. Da ist eine Leiter, die führt aber auch nur die Stege hier hoch, okay? Die Telekinese, die hört nicht auf, es sei denn, du lässt sie aufhören. Alles klar. Oder du wirst geschlagen. Hier ist eine Sprengladung an dem Lüftungsschacht angebracht. Ja, geh mal weg da. Nein, nein, nicht, nein. Wenn da jetzt irgendwelche Nekromorphs kommen, dann explodieren sie wenigstens gleich. Ach so. Warum auch immer. Das ist Absicherung dagegen, die Viecher. Okay. Das ist schon mal sehr praktisch, sowas schon mal vor Ort zu haben. Mal gucken, ob er die durch die Tür... Oh, fuck. Und jetzt wird's richtig lustig. Computer, Sprengstoff scharf machen. Oh nein. Und zünden. Okay. Also war das nicht so abschreckend von Nikum, zum Blockieren von Nikum aus, sondern... Kontamination registriert. Ich deck nach rechts. Quarantäneabregelung aktiviert. Ich sehe hier was von der Quarantäneabregelung. Alles okay bei Ihnen? Nichts ist okay. Ich bin eingesperrt. An einer der Wände muss eine Überbrückung sein. Okay. Ich drehe mich danach um, sobald ich nicht mehr angegriffen werde. Das ist cool. Hier, an der Wand. Nachladen. Ah, scheiße, doch. Achtung. Kontamination registriert. Quarantäneabregelung aktiviert. Egal, der ist erledigt. Wo da? Noch was? Er meinte nochmal aufstehen zu müssen. Okay. Achtung! Kontamination registriert. Quarantäneabregelung aktiviert. Nicht gut. Warte mal, da ist so eine Kontrolle. Ich glaube, die soll man vielleicht mal benutzen, sonst kriegen wir die Flieger ewig am Hals. Das muss man natürlich auch erstmal gesagt kriegen, dass man hier was hacken muss. Oder schlau genug sein.
Ja, umgucken, wenn man Musik von 500 Nekromorphen. Überbrückung akzeptiert. Quarantäne aufgehoben. Bitte melden Sie diesen Vorgang Ihrem vorgesetzten Offizier. Ja, nee, werde ich machen. Das bedeutet erstmal looten. Liegt nämlich überall noch Loot rum. Ja, ich habe schon gesammelt. Unten auch? Nee, aber es gibt so viel Loot, das ist nicht natürlich nicht. Ich habe hier Hilfe benötigt. Ich komme. Bevor ich hier weitergehe, möchte ich doch lieber jemanden haben, der mal schießen kann. Du sollst mal heilen, glaube ich. Das ist gerade ganz rot. Sicher hast du es voll drauf, alles umzulegen, was sich bewegt. Gut. Aber dein tolles Arsenal hilft dir jetzt herzlich wenig. Elektrizität kannst du nicht killen. Was? Kannst du mal den da oben anschießen, bitte? Wen? Da oben an der Decke. Ah, hier rechts. Okay, jetzt habe ich nur kleine Medkits. Ich benutze tatsächlich die großen Medkits zuerst. Weil ich glaube, das ist schon da an eine Größe des Schadens, glaube ich. Ja gut, bei dem Schaden, den ich hatte, eben kann ich verstehen, dass du zuerst große benutzt. Aber es ist halt albern, wenn du nur noch einen, also wenn du nur einen BIP-Schaden hast und er dann großes raushaut. Das ist halt echt albern. Hier geht's ums weiter. Lauter Benachrichtigung hier an den Dingern dran, schon ganz früh gemacht. Ach du Scheiße. Ja, Sturm kann man nicht töten, oder wie gehört. Buckle, Edwards hat eine Art elektrische Falle ausgelegt. Sieht nach was selbstgebasteltem mit Kurzstreckentransmitter aus. Kurzstrecke, was? Das Steuergerät muss in der Nähe sein. Wenn Sie es finden... Erledigt! Check. Gut, dass man hier auch die Vorräte mal endlich aufbaut. In den Vorräten konnte ich ja fast mit einem Medkit auskommen. Lass uns doch mal durchkommen hier. What the fuck? Was machst du da gerade? Ich bin gerade im Menü gewesen. Ja, das ist gerade ungünstig, wenn man einen Nekromorph hinter sich aus dem Lüftungsschacht kommen lässt. Und sich direkt an den Lüftungsschacht dran stellt. Ach bitte. Der hat mir nichts gemacht. Ready? Wir können eben das Medkit aufsammeln. So, jetzt. Brauchst du noch Medkits? Nein, ich habe jetzt einfach nur ein kleines gegen großes getauscht. So, wo ist hier die Kontrolle? Da rechts. Heb du mal hoch. Gut halten. Ja, ich kann keine Elektrizität töten, ne? Ist klar. Mhm, boah. So, die andere ist da hinten. Feuern sie. Durch die Kontrollpunkte entfällt wenigstens dieses lästige Speicher in den Speicherstationen. Oh, hier. Was ja, ist das hier alles? Die Upgrade-Platine und so ein Scheiß. Sehr schön, nachladen. Ja, ich kann die Upgrade-Platine nicht benutzen. Nachladen plus Clip, okay. So, Lastenaufzug. Okay. Ich benutze mal eben. Voll. Ich wusste doch, dass dieser hinter uns. So, hinter mir. Ja, dachte mir doch irgendwie, dass in den scheiß Dingern doch trotzdem noch Nekromorphs sind. Ach der Hell. Sekunde mal eben kurz. Ich habe 9 Stase-Packs dabei. Ja, mal benutzen. Ja, meistens hast du schon mal alles weggekillt, wenn es losgeht. Ich bin nicht so schnell, ich bin ein alter Mann. You are. Hier liegt ein Stase-Pack rum. Funreal. Hast du Platz? Für was? Stase? Nee, für große Medkits, also für mittlere.
Jetzt ja. Soll ich dir mal ein oder zwei geben? Eins kannst du mir geben, wenn du willst. Ja, ich habe ein Geschenk erhalten. Ja, aber ich habe noch mehr von den mittleren. Scheiß drauf. Vielleicht kommen wir hier nochmal lang. Ressourcen kann man zum Glück unbegrenzt viel tragen. Was ist denn los? Überraschung! Schätze, du wusstest nicht, dass man die Gravitationsummantelung invertieren und jemanden an der Decke festtackern kann. Doch. Ich hab's auch erst gewusst, nachdem ich's ausprobiert hatte. Hör zu, steig in den Gravitationsfluss. Oder hast du Schiss? Da will man nicht reingehen, richtig? Gravitationsfeld zurechtgebastelt. Nein. Ja, ich seh's. Als es ausgelöst wurde, ist der Energieverbrauch der Umweltsteuerung kurzzeitig ausgeschlagen. Da muss er die Energie abzapfen. Die Umweltsteuerung ist nicht weit von Ihnen entfernt. Ich sende Ihnen die Koordinaten. Schmeiß mal Stasepack da runter. Ja, yep. Kommt. Kommt. Ja. Hier ist nur eine Werkbank. Hier ist nur eine Werkbank. Ja, das ist natürlich traurig. Nachladen und Clip, das ist natürlich richtig geil. Ja. Ich habe erst 16 Wolfram. Waffen-Upgrades. Und der Bot ist ja da. Jetzt mache ich erst im nächsten Raum den Bot. Okay, kommen Sie. Ich will mal eben kurz ein bisschen was in den Safe packen hier. Oh nein. So. Oh nein. Ja, ein Gang mit drei von den Leichenstärken am Arschende. Ja, schieß ich mal auf, wa? Nee. Warte mal, der Bot lässt sich hier einsetzen. Aber mit vollem Erfolg. Wunderbar. Wo denn? Ja, bei mir hier auf jeden Fall. Voll Erfolg? Woran siehst du das? Wenn das komplett aufblinkt, also so ein richtig großer roter, so ein richtig großer Kreis. Bei mir zeigt's nach hinten. Ja, alles klar. Ja, kletter du mal zuerst hoch. Ja, ich kletter mal hoch. Oh, diesen Särgen nicht. Wobei der eine Sekunde. Kopf. Ich habe schon Gegner. Okay, du bist sauber. Kannst hochkommen. Noch andere Probleme, die Viecher? Nein. Schießen sie? Warte. Wo ziehst du hin? Da oben. Da. So, hier ist noch ein Spind rechts, irgendein Zeug drin und so. Ja, danke. Und eine Leiche. Ah ja. Hier links ist ein... Ja, Schalter. Hier müssen wir die Dinger einsetzen, die Torque-Dinger. Torque-Stange verlieren. Ja, sauber. Achso, F gedrückt, mehrmals drücken. Okay. Quasi Quicktime-Event hin. Ja, was haben wir denn hier? Das sind definitiv die Energieknoten aus den vorgegangenen Teilen. So, was haben wir hier noch? Ein Drehmanschettenmodul. Was auch immer das ist. Ja, es ist ja schon gelohnt mit der Platine alleine. Ja. Sehr immer cool. Einen von diesen komischen Dingern dabei haben. Und du hast jetzt noch zusätzlich einen, ja? Noch einen habe ich. Okay. Was ist denn hier die Kontrolle für das Ding? Dahinter.
Wie zwei Shotguns gleichzeitig so BOM! Naja, du hast die Shotgun, ich hab den Strahlenkanonen-Dings da. Achso. Das war auf jeden Fall geil. Der Typ so, uah, ich mach platt und wir ganz stumpf. Maschinenraum. Willkommen, wo die Scheiße wohnt. Das ist doch schick hier. Ich mach mal die Kiste auf. Gott, so viel dazu. Geht das mit Kit? Mach da hinten links den. Ach, guck mal, wieder Sprengladung an den Dingern. Ja, das heißt, warte mal, bevor wir hier irgendwas machen, der wird uns wahrscheinlich wieder so ein Hacking-Geschichte auf die Nase brennen oder sowas. Deswegen suchen wir erstmal das Hacking-Dings, was wir brauchen wahrscheinlich. Und ist nichts dergleichen. Hier ist ein Spind. Mit einem Medkit, toll. Jetzt habe ich keine kleinen Medkits mehr, nur noch mittlere. Warte mal kurz, Sekunde. Hier ist ein Fahrstuhl, den wir benutzen könnten. Eine Spinde. Und ein Kissen, ne? Ja. Hier ist eine Leiter. Ah, der nimmt natürlich das Falsche auf, ist klar. Die kleinen Medkits gehen mir ein bisschen auf den Sack. Mittleres Medkit, vielen Dank. Schade, dass man nur zwei Waffen trägt, aber naja, reicht offensichtlich. Ja, dann versuchen wir, um den Fahrstuhl zu verbinden. Da ist noch was, warte. Artefakt. Bumm. Kurz angucken. Na, sie erzählen, wie die Leute von der Bergung halt so ein bisschen Kopfschmerzen kriegen und so ein Kram. So, hier ist noch eine Leiter hoch. Ja, da kommen wir wieder hoch zum Gangway, wo wir eben reingekommen sind. Okay. Dann ist das Ding mit. Auf sie gibt's hier kein Hacking-Ding. Es wird erst freigeschaltet, wenn wir hier den. Das ist jetzt mein voller Ernst. Ich kann mich nicht einfach in die Umweltsteuerung latschen lassen. Tut mir leid. Aber bleib ich mal hier. Computer. Ach, Scheiße. Sprengstoff scharf machen. Alles klar. Und. Ja, ist ein guter Platz. Hier ist ein guter Platz, ja. Man sieht sich. Achtung. Ja, Kontamination registriert. Quarantäneabregelung aktiviert. Ich lad nach. Ich geh mal runter. Ah, shit. Komm mal lieber runter hier. Rechts. Kontamination registriert. Quarantäneabregelung aktiviert. Ah, super. Hast du es? Ja, das ist hier gerade. Moment. Geht mal Deckung. Ich versuch's. Hast du es? Ich hoffe. Nee. Wie auch immer das gedacht ist. Die sollen alle leuchten, nehme ich mal an. Oder nicht leuchten. Kontamination registriert. Quarantäneabregelung aktiviert. Doch, ich würde die mal alle zum Leuchten bringen wollen. Okay. Die mittleren halt auch, das ist das Problem. Da. Akzeptiert. Quarantäne aufgehoben. Bitte melden Sie diesen Vorgang Ihrem vorgesetzten Offizier. Hallo, Licht einschalten und so.